Hallihallo, liebe Nachtschwörer da draußen und willkommen zurück zu Trashy Pasta. Den wohl trashigsten Pasten. Nicht nur auf ganz YouTube. Aber wenn das hier ein anderer Channel wäre, würde ich sagen, I am the Giant. Hallo, ich bin der Stronzo. And we are about to enter the Puke Zone with Trashy Pasta. Der Alfonso hat das Intro zum ersten Mal hinbekommen. Kann nur gut sein. Alfie? Ja? Ich würde sagen, wir haben heute eine ganz gute Reihenfolge eigentlich an Pasten rausgesucht. Denn wir fangen mit einer bestimmten Pasta an. Den Gag mit welcher denn? Vorweggenommen. Genau die. Dann haben wir uns gedacht, wir wollen Johnny nicht so lange warten lassen, weil Johnny will spielen. Deswegen machen wir die als zweite. Dann hatte ich ein paar Vorschläge. Es gibt nämlich eine Pasta, die ziemlich weit in der Ferne liegt. Und deswegen kommt die natürlich auch zum Schluss. So eine Kombo musst du erstmal hinkriegen, ey. So, genau, wir fangen natürlich mit Fangen an. Der gute Alfonso hat die Pasta natürlich rausgesucht und in bester Alfonso-Manier würde ich sagen, ich bitte darum. Fangen. Sie stieß ein verspieltes Quieken aus, als ich sie fing. Oh. Okay, das wird eine Pokerpasta. Ist zwar nicht in der Kategorie, aber ich nehme immer stark an. Schockierendes Ende. Stimmt, der Alfonso hat ein bisschen außerhalb von Löschanträgen übrigens durchgesucht. Es machte ihr eindeutig Spaß. Sie weinte vor Lachen. Oder lachte vor Weinen, wer weiß. Papa, bitte hör auf. Meine Seite sticht. Sie lachte weiter. Das sage ich allerdings auch immer, meine Seite sticht. Wer kennt es nicht? Ich habe gehört, es gibt Voodoo, was sowas verursacht. Ihre Freude war ansteckend. Ich lächelte, das erste Mal im Jahr lächelte ich. Wird das auch eine Pedopasta mittlerweile jetzt, oder was? Ich würde sogar sagen, dass ich an diesem Tag mehr gelächelt habe, als in meinem ganzen Leben. Weißt du, wie der Kollege wahrscheinlich heißt? Peter. Na, fast. Ich glaube, er Vorname Ritchie, Nachname Ratschi. Die guten alten Emu-Gags. Leider müssen... Übrigens, das Lieblingsgame von jedem Emu da draußen ist natürlich Anno. Wenn ihr fragt, welchen Teil? Anorexie. Leider müssen alle guten Dinge zu einem Ende kommen. Sie war erschöpft und schlief kurz darauf ein, nach den K.O.-Tropfen. Das neue Anno. Mann, oh Mann. Anorexie, Mann. Meine Frau kam. Ja. Hast noch was vergessen, glaube ich. Nein. Ah, siehst du, dann kam das nämlich bei Discord nicht an. Das scheint halt so ein Discord-Problem zu sein. Ja. Nee, es kommt viel nicht an. Gerade. Da fällt mir leider kein Gag ein, sorry. Ja, meine Frau kam zeitnah nach Hause. Dankeschön. Sie war so froh, mich zu sehen. Sie rief meinen Namen nochmals, weinend vor Lachen. Haben die alle Lachgas mittlerweile zu sich genommen? Was ist da los? Warte mal, sie schlief ein, dann weint sie, also vor Lachen natürlich. Ja, also die Tochter, weil gehe ich mal davon aus. Ansonsten macht es keinen Sinn, dass sie Papa sagt, außer das ist ein merkwürdiges Fetisch. Ja. Sie umarmte mich immer noch lachend. Ist das Jeff the Killer? Bitte nicht. Ich lächelte weiter. Sie schaute nach unten auf mein Fangwerkzeug. Ah, das ist ein Dings. Was war das Wort? Komm. Ein Noppen. Nein. Fuck. Eine Greifzange. Nein, wie heißt denn das Wort, dass man, dass ein du für ein anderes Amboss. Wort benutzt? Ich kann nicht mal aufs englische Wort gerade. Anspielung, scheiß drauf. Worauf sie schnell wieder in mein Auge blickte. Meine Augen sind hier oben, nicht auf meinem Fangwerkzeug. Ich lächelte weiter.
Michael. Der hat so viel Persönlichkeit. Tränen flossen vor Begeisterung weiter ihr Gesicht hinunter. Meine Tränen sind hier unten. Wie konntest du das unserem Engel antun? Klein. Sie versuchte weg. Was? Sie versuchte wegzurennen, aber sie war zu langsam. Ich hab dich. Mein Lächeln wurde breiter. Du bist dran. Also, ich muss sagen, die Geschichte hat schwach angefangen und hat immer mehr abgebaut. Ja, ist genau wie Anorexie. Fängt mit wenig Content an und endet mit noch weniger Content. Übersetzt. Der Discord ist wieder abgebrochen gerade. Apropos. Okay, was war deine Äußerung gerade? Übersetzt von mir Pablo Paturk Quelle. Schauen wir mal. Quelle ist doch pleite. Creepypasta.org und heißt Tag oder auch Tag und hat weitaus mehr Kommentare übrigens, sehe ich gerade. Plot Und Twist, hier hat er Knife. that Plot Twist, though, 5 out of 5. This is great, short, but really interesting. I liked it so much. Ja, die haben auch wenig Qualitäts. Übrigens, 2015 auf dem englischen Pasta-Wiki sehe ich gerade, die haben da anscheinend auch nicht so viel Qualität gehabt, anscheinend. 2017 bei uns, also. Das klang Ich gerade nach weiß Mumble nicht. Rap irgendwie. 2017. Ich weiß ja nicht, aber ein was weiß ich, Giant. Ja? Johnny will spielen. Nicht schlecht, guter Segway. Damit kommen wir zur nächsten Pasta. Und zwar Johnny will spielen. Ist übrigens auch unter schockierendes Ende, also müssen wir das schon mal nicht hinzufügen. Übrigens, Ich will. fangen, coming to a Löschanträge-Category near your city soon. Das wollte ich noch Oh. hinzufügen. Geht auf World Tour. Okay, da du die auch rausgesucht hast, würde ich sagen, beginnst du? Ich will den ersten Satz. Ja. Dünne Schrift, Joshua. Dicke Schrift, Johnny. Okay, das sind die Charaktere, die sind mir schon mal sehr sympathisch. Okay, also mache ich Johnny dann? Und ich bin der Joshua. Okay. Johnny, warte, warte. Hey, ich glaube, da im Dunkeln bewegt sich was. Ach nein, das war nur ein Dreh. Wundervolle Geschöpfe, nicht wahr? Klar, sehr wundervoll. Das sind meine Lieblingstiere. Soll ich versuchen, eins zu fangen? Ich schon Nein. wieder. Nein. Ärger ein. War schon wieder, okay. Bricht halt irgendwie verdammt oft ab, Discord. Keine Ahnung, was da los ist. Ach komm schon, du weißt, wie schnell ich bin. Nein. Sehr schön für die Stimmung aufgebaut. Ich will aber. Nein. Ach, Brei, bitte. Ich sagte nein. Wie du willst, aber wundere dich nicht, wenn ich dich verpetze. Das geht nicht. Wir haben dieselbe Mutter. Oh Gott, ich liebe solche Leute. In einem genervten Tonfall. Wir haben dieselbe Mutter, ja und? Und das bedeutet, dass ich für deine Taten verantwortlich bin. Das glaubst du doch selbst nicht. Was soll ich nicht glauben? Zeugen Jehovas, dass du für meine Taten verantwortlich bist. Übrigens, lass Tut mal über mir. Gott reden. Über Discord. Tut mir leid. Aber Ich das habe heute bin ich keine nun Kreaturen mal. für dich. Ich bin deine Aufsichtsperson. SpongeBob-Pasta. Ernsthaft. Lass uns fangen spielen. Was ist das täglich grüßtes Murmeltier oder was? Das ist eine Cross. Das ist eine Crossover, von der sie nichts weiß, anscheinend. Ist, dass du immer verlierst, da du langsamer, wie davor, bist als ich. Wie davor, was? Ja, wie in der Geschichte davor, ne? Die Ach Person war so, auch ach so. Ich dachte, langsam. da war gerade irgendwie ein Grammar-Problem, aber anscheinend nicht.
Ein Grandma-Problem. Ach komm schon, Johnny will spielen. Das ist ein bisschen wie Hör auf, Obelix. Die habe ich schon wieder fast verdrängt, da tut sich was. Hör auf, in der dritten Person zu reden. Das macht man nicht. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist? Dass du in der dritten Person geredet hast? Ich habe dich stundenlang beim Verstecken spielen gesucht und dich nicht gefunden. Nein, ich wollte sagen, ich habe mich stundenlang beim Verstecken spielen gesucht und mich nicht gefunden. Johnny will spielen. Nein. Johnny will spielen. Hör auf. Ach, bitte. Johnny will fangen spielen. Ich laufe weg, du fängst mich. Ich sagte, hör auf. 3, 2, 1, lass. Johnny scheint loszulaufen. Joshuas Beine bringen sich zeitgleich zu Johnnys Beinen in Bewegung. Bleib stehen! Hätte ich fast nicht verstanden. Eine flüsternde Stimme! Warum glaubst du, du kannst ihn einholen? Weil er mein Bruder ist. Falsch! Du kannst ihn nicht einholen. Johnny bleibt an einer Pfütze stehen und sieht in die, wenn auch nur dunkle Spiegelung. Es ist Joshuas Gesicht, welches auf der anderen Seite erscheint. Du wirst mich niemals besiegen können. Eigentlich wollte er schreiben, du wirst nie eine gute Pasta schreiben können, glaube ich. Ne? Schockierendes Ende passt absolut. Geisteskrankheit wow. Auch. Aber nicht so, wie es wohl vorgesehen war. Ja, der arme Autor, lass ihn in Ruhe. Leider auch keine Kommentare, was ein bisschen merkwürdig ist, aber... Da der Alfonso das gefunden hat, gehe ich mal davon aus, dass es einfach vor ein paar Stunden wahrscheinlich erst online gestellt wurde. Von mir geschrieben, wohlgemerkt. Und das wundert mich komischerweise nicht. Das wäre gut, das macht Sinn, dass da schockierendes Ende auf jeden Fall mit dabei ist. Das hast du schon mal sehr gut verraten. Ich hätte eine Poképasta geschrieben über Safcon. Deswegen hast du Fangen vorher ausgewählt, damit du Johnny will spielen machst und damit du direkt das Fangen wieder mit einbauen kannst. Dass du versuchst, so ein kleines Steam wieder reinzubringen. Okay. Nicht schlecht. Das kommt bei der nächsten Pasta, ne? Da habe ich auch dem Autor Warte gemacht. Alfonso. Genau, Alfonso wären 6 Buchstaben. Johnny sind 4. 6 minus 4 ist 4. Richtig. Es sind 5 Buchstaben, Johnny. Scheiße. Warte. Alfonso, genau, sind 2 mehr. 5 minus 2 sind 5. Half-Life 5 confirmed. Damit kommen wir übrigens, habe ich ein paar Vorschläge. Und zwar würde ich sagen, machen wir a few suggestions als nächstes. Lass mal kurz schauen übrigens, ob wir in dieser Pasta... Nee, da fehlt eine Kategorie, aber mal gucken, ob die es auch wert ist, hier reinzukommen. Vielleicht übrigens... Droppen wir Trashy Pasta und nenn's einfach schockierendes Ende. Na, das wird sich durchsetzen, ich sag's dir. Naja, ist ein bisschen wie Internet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich das irgendwann durchsetzen wird. Aber, a few suggestions. Ein Vorschlag wäre direkt mit der Pasta zu beginnen. Und das ist eine Pasta, die ich mir natürlich rausgesucht habe. Ist in Löschanträge vorhanden. Und dann schauen wir mal rein. Dies ist ein Prequel zu Abandoned... bei Disney. Habe ich sogar schon mal von gehört. Und ich habe gleich auch einen Vorschlag. Ich lese immer Vorschlag und du den Rest. Okay. Vorschlag. Moment, das muss man sehen. Abandoned by Disney ist auf dem deutschen Creepypasta-Wiki und nicht unter Löschanträge. Und schauen wir mal, das Original, ob das ebenfalls noch existiert. Das ist auf Slimy Stories. Das kommt zu einem Forum. Da sehe ich es nirgendwo. Okay. Oha, sehr gut übersetzt. Also, legen wir los. Mhm. Vorschlag. Wir könnten eine weitere Person beim Empfang während den Stoßzeiten, wenn du verstehst, was ich meine, gebrauchen. Vorschlag.
Bitte verlegt den Hotdog-Stand während den Stoßzeiten, na zumindest, von der Hauptwasserrutsche. Ebenso sollen Mitarbeiter der Wasserrutsche nach Kindern Ausschau halten, vor allem während den Stoßzeiten, die gerade etwas gegessen haben während den Stoßzeiten. Sobald jemandem da drin übel wird, erfahren wir erst nachdem 3 oder 4 weitere Gäste die Rutsche benutzt haben während den Stoßzeiten. Vorschlag. Es wäre toll, wenn wir einen Weg hätten, mehr anonyme Informationen zu teilen. Vielleicht private Meetingszeiten mit dem Management. Vorschlag. Wir brauchen mehr Security beim Südtor. Vorschlag. Die Musik im Reptilienhaus wird immer wieder langsamer oder spielt sich rückwärts ab. Das ist sehr nervig, vor allem während der Stoßzeiten. Das kennt man ja, das macht meine Musik im Auto auch immer. Meine spielt sie auch nur rückwärts ab. Ja, aber nur, wenn ich im Rückwärtsgang bin. Das Komische ist, währenddessen ändert sich auch mein Kennzeichen zu 666. Und was auch komisch ist, das Kennzeichen ändert sich von der Hauptstadt geht auf S und die 2 Buchstaben in der Mitte ist dann AT. Ja. Ja, Vorschlag. Bitte sag den Maskottchen, dass sie nicht in ihren Kostümen essen sollen. Wir haben immer wieder. Five Nights at Freddy's. Wir haben immer wieder eins mit Essen überall im Gesicht. Und wir glauben, irgendwer will witzig sein. Die Öffnung im Mund während den Stoßzeiten ist vernetzt, also ist Essen nicht mal möglich. Andere nennen's. Nee, sag ich nicht. Vorschlag. Bitte repariert die Musik im Reptilienhaus, ich werde noch verrückt. 666. Vorschlag. Gäste beschweren sich über die Anzahl an Handtüchern in ihren Zimmern. Ja, das höre ich auch immer wieder. Also das regt mich ja auf. Also wenn in meinem Hotelzimmer, in dem ich regelmäßig einchecke, anstatt einem Handtuch 35 sind. Das kennt man aber von jedem guten Hotel. Bei mir sind immer 69 drin. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, da will sich irgendeiner will da witzig sein. Aber Vorschlag. Wir brauchen eine bessere oder neuere Kaffeemaschine für den Pausenraum. Das gibt Erinnerung an Cabin in the Woods, einer der geilsten Filme, die es gibt. Vorschlag. Ich wollte eigentlich nicht sagen, dafür hast du verdammt viel gesagt mittlerweile schon, da ich ziemlich tolerant bin, das ist, weiß nicht, mit einem L? Oder? Toll. Ja, warte mal, ich hab gerade keine. Ja, eigentlich nur mit einem L, aber naja, man kann es doch mal anders schreiben. Was hast du dagegen? Vielleicht ist es von Thomas anders geschrieben worden, das ist richtig. Nee, aber er wollte halt sagen, dass er halt ziemlich toll ist. Aber bitte lasst keine Kinder ohne Gesicht mehr rein. Die bleiben nie im Gästebereich. Das kennt man aber. Die regen mich auch auf. Die bleiben nie im Gästebereich, die sind so nervig, ey. aber ein Vorschlag? Also, weißt du, die haben ja auch immer Angst, die müssen zumindest keine Angst haben, dass sie irgendwann ihr Gesicht verlieren im höheren Alter. Der Aufenthaltsbereich könnte eine größere Auswahl an DVDs und Spielen vertragen. Die Sammlung wird langsam fad. Vorschlag? Brauchen immer noch Security am Südtor. Was ist billiger? Das könnte man einen schlechten Gag machen, mache ich aber nicht. Jemanden hin und wieder dort vorbeischauen zu lassen oder immer wieder den Vandalismus zu überstreichen. Eigentlich stand da nicht Südtor, sondern Südtirol. Vorschlag. Da steht Südtirol braucht mehr Security. Vorschlag. Was sollen wir wegen den Österreichern, Obszönitäten, beim Minderheiten, Mitarbeiterausgang machen? Schickt öfters mal Security vorbei oder so. Ich sehe hier ein Theme so langsam. Vorschlag? Ich fühle mich nicht sicher, nach meiner Schicht durch das Südtor zu gehen. Vielleicht fühlst du dich nicht sicher, weil keine Security da ist? Vorschlag? Frank schummelt bei Solitär. Wer schummelt bei Solitär, bitte schon heutzutage? Mach einen Warlag an. Wenn er denkt, ich würde nicht hinschauen, bitte unternehmt sofort etwas dagegen. The fuck ist also das? Jetzt mal eine kleine Frage von jemanden, der sehr selten Solitär gespielt hat, aber wie kann man Solitär zu zweit spielen? Das ist Koop. Ach so. Da musst du erst den DLC kaufen, der kostet ein bisschen was. Ach,
Okay, das ist ein guter Vorschlag. Frank Schummel, kleine Aufmerksamkeitsprobe, sagt den Maskottchen, sie sollen sich von den Orten fernhalten. Wo? Ja, ohne Komma auch noch. An die sie nicht hingehören. Einer von denen stellt immer wieder die Musik im Reptilienhaus ab. Das wollte er doch. Keine Ahnung, wer das ist wegen dem Anzug. Slenderman. Macht ein Meeting oder sowas. Vorschlag? Bitte gebt den Maskottchen mehr Pausenzeiten oder erlaubt ihnen kurze Pausen während den Arbeitszeiten zu machen. Schweiß und Körpergeruch sind ein Ding, aber jetzt bekommen wir immer das gleiche Kostüm voller Kotze zurück. Es kennt man also immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Kostüm trage während meiner Arbeit als Bloß nicht trinken ist. professioneller Ja. Zuhälter. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich auch studiert. Und da halt längere Zeit keine Pause macht, dann ist mein Zuhälterkostüm immer ganz voller Kotze. Ja, dann bist du auch nicht mehr zum Zuhälter, wenn du keine Pausen machst, sondern zum Aufhälter. Ja, Vorschlag. Stoppt Frank. Er ist eine Gefahr. Jetzt passiert es sogar während Sudoku. Ich erzähle die Wahrheit. Da auch wieder die Frage, wie spielt man Sudoku zu zweit? Und gegeneinander. Ja gut, das ist sehr interessant. Vorschlag. Sorry, dass ich auf einer Serviette schreiben muss. Ah, nee, ist sogar richtig. Aber wir brauchen mehr Vorschlagskarten, ansonsten klaut die noch jemand. Hä? Ja, kennt man doch. Das ist so wie diese Tante Emma, an die du schreiben kannst. Nee, Quatsch, nicht Tante Emma, Quatsch, die Aber Betty oder sowas. wir brauchen mehr Karten, sonst werden die geklaut. Ja. Da Ja schreiben gut. keine Leute drauf, die klauen die, logisch. Wir brauchen mehr Vorschlag. Stellt die verfickte Musik ab. Machen sie doch. Ich Vorschlag. weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich schwöre. Diese ganzen Kinder ohne Gesichter kommen überall rein. Jedes Mal, wenn ich eines von denen töte, das ist ein sehr schönes Benehmen auf jeden Fall, benehmen die anderen sich noch mehr daneben. Warum wohl? Ich entdecke die immer wieder auf einem Haufen am Fuß von Treppen und die denken, das wäre lustig. Es ist nicht lustig, ich komme da nicht vorbei. Ein Vorschlag? Wir brauchen mehr Vorschlagskarten. Ja, wenn da immer irgendeine Kacke drauf schreibt, wie Sudoku, dann das wundert mich nicht. Vorschlag. Wir haben ein Kostüm mit der Farbe an den Handschuhen zurückbekommen. Wir haben es mit zum Südtor genommen und die Farbe passt zu der, die der Vandale verwendet. Das sollte sich mal jemand genauer anschauen. Ebenso, wo sind die Karten? Vorschlag? Das denke ich mir in Spellweaver auch immer. Wo ist die Karte, die ich brauche? Kostüme kleben an den Geschwüren fest. Das ist fast ein Haiku. Ja. Okay, aber jetzt hat er sich keine Mühe gegeben. Also entweder ist es natürlich Absicht und ein Stilmittel, dass er jetzt alles klein schreibt, Natürlich. aber naja, Vorschlag. Es ist zu schwer mit Schuhen zu schreiben. Ja, Das das klingt ein geht. bisschen wie Karla Loth. Aber ein Vorschlag? Danke für die Vorschlagskarten. Endlich. Was machen wir jetzt wegen Belegschaft beim Empfang während Stoßzeiten? Schön, dass wir auch wieder zurückkommen. Vorschlag? Wieder mal sorry wegen der Serviette. Wir haben keine Karten mehr wegen der Stoßzeit. Vorschlag. Eines der Maskottchen hat mich im Vorratsschrank umstellt und mir an die Brust gefasst. Five Nights at Freddy's Fanfiction. Ich habe Michael Sheehan, wer auch immer das sein soll, darüber erzählt, aber ich glaube nicht, meinst du Michael Afton, dass er etwas dagegen, oder Michael After, deswegen machen wird, weil ich nicht weiß, wer in dem Kostüm war. Ja, es war Golden Freddy. Ich werde klagen, wenn im Management weiterhin meinen Anrufen ausweicht. Phone Guy. Dies ist die letzte Warnung. Übrigens, bitte füllt die Karten wieder auf. Ich nehme an, die wurden entfernt, damit ich keine Beschwerden mehr einreiche. Ne, sind ja auch keine Beschwerdekarten, sondern Vorschlagskarten. Wobei, die kann auch Vorschlag. zweckentfremdet werden. Haha, ich bin eine Maus. Vorschlag. Fick dich. Vorschlag.
Ist das wirklich jetzt noch eine Pasta oder ist es einfach ein Chatdog von Knuddels oder sowas? Jemand schraubt die Glüh. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Knuddels gibt es immer noch. Ja, Ich bin da immer noch aktiv. Genau wie auf ICQ. damals in meinem Clan, in IRC, wir hatten ja auch den Channel Raute Knuddels übrigens gehabt. Jemand schraubt die Glühbirnen raus. Das sind Ostfriesen. Sind nämlich drei. Ich meine einfach überall. Die Gäste werden immer verärgerter, wenn sie die Schalter betätigen und nichts passiert. Ja, ich sag ja, Five Nights at Freddy's. Wieso schrauben Ostfriesen die Glühbirnen raus? Weil einer. Was? Das war falsch. Das war falsch. Ja, Weil der Giant zu richtig. dumm ist, den richtigen Witz zu erkennen. Ja, Nice! Vorschlag? Wann bekommen wir ein paar neue DVDs im Gemeinschaftsraum? Ich beschwere mich nicht, weil wir nur alte Filme haben, das sind meistens die besten, sondern weil sie zerkratzt sind und nicht mehr komplett abgespielt werden. Also, in meinem Gemeinschaftsraum hängen immer noch die Nacktbilder Ja, die werden aber immer von entfernt, dir das und finde ich immer mir. ziemlich gemein. Und da habe ich gefragt, warum wir das gemacht haben. Dann sagt er, ja, es ist ein Gemeinschaftsraum. Steckt im Namen. That's what Das she ist echt said, habe ich dann gemein, ne? gesagt. Ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Dankeschön. Vorschlag. Wann können wir mit der Kaffeemaschine rechnen? Gar nicht, weil mit einer Kaffeemaschine rechnest du dich. Nimm einen Abakus. aber ich habe da noch einen Vorschlag. Ich auch, die Verkaufsautomaten im zweiten Stock. Sorry, dass ich dich immer unterbreche, wenn du mit dem Vorschlag anfängst. Im Gästebereich sind ständig abgesteckt und die Schlitze für das Geld sind öfters mal mit Vorschlagskarten zugestopft. Ich habe keine Ahnung, worüber diese Karten sind. Wahrscheinlich darüber, dass man nicht Worüber mit sind denn diese Karten? einer Kaffeemaschine rechnen kann, sondern mit einem Aberkuss. Heidenei. Wir brauchen mehr Karten. Vorschlag meine Wir ich. brauchen wieder mehr Karten. Das ist gut, gut gemacht, Nostradamus. Vorschlag? Versucht Frank zu finden. Vorschlag? Ich gebe euch mal Hinweise wegen Frank, okay. Vorschlag? Hinweis Nummer 1, es ist kalt. Vorschlag? Hinweis Nummer 2, es ist nass. Südtirol am Bach. Vorschlag? Beim Südtiroler Bach muss wieder gestrichen werden. Macht ihr überhaupt was wegen diesem Clown? Vorschlag? Hinweis Nummer 3, spült. Ach, der Frank spült jetzt in Südtirol im Restaurant am Bach. Sehr schön. Richtig. Ja, Vorschlag. genau, da ist es kalt und es ist nass, logisch. Der Hotdog stand während der Stoßzeit, ist immer noch neben der Wasserrutsche und es ist schon jetzt schon wieder zweimal vorgekommen, dass Kinder auf halbem Wege durch den Tunnel übel wurde. Das wirft echt schlechtes Licht auf auf das Resort, vor allem während der Stoßzeit. Vorschlag. Ich glaube nicht, dass ihr nach Frank sucht. Vorschlag. Hey, ich will kein Arsch sein, aber ohne Mist, wo sind die Karten? Diese Box ist sinnlos. Vorschlag. Ich versinke immer wieder in den Boden, oder? Also in den Fluss anscheinend. Was? Ich versinke immer wieder in den Boden, oder? Digga. Ja, ohne Satzzeichen, ohne Komma, ohne nix, was soll das heißen? Vorschlag. Vielleicht fühlt es sich nur so an. Da haben wir die Auflösung. Vorschlag. Ich kann mich nicht ausruhen, weil es zu viel zu tun gibt. Anscheinend, so viel wie du hier schreibst. Jedes Mal, wenn ich mich hinlegen will, fragen mich Gäste, ob es mir gut geht. Vorschlag. Ich krieg meinen Kopf nicht ab. Ich krieg meinen Kopf nicht ab. Ich krieg meinen Kopf nicht ab. Ich krieg meinen Kopf, meinen Kof nicht ab. Ich krieg meinen Kopf nicht ab. Kopf ist klein geschrieben. Ein paar Mal. Vorschlag. Ignoriert die letzte Karte, hab vergessen, dass es mein richtiger Kopf war. Ach, das kenne ich doch. Natürlich. Five Nights at Freddy's Vorschlag. wieder mal. Springtrap, das Kostüm klebt an meinen Geschwüren und jetzt habe ich noch mehr Geschwüre. Ich schwöre. Vorschlag. Ich bin nur noch Geschwüre. Vorschlag. Vielleicht ist er auch geschworen, ne? Das Kostüm atmet und wenn ich nicht seinen Bewegungen, mich nicht seinen Bewegungen anpasse, bekomme ich keine Luft. Ja, Springtrap, Five Nights at Freddy's 3. Vorschlag. F. Vorschlag. Uck. Da muss ich jetzt erstmal mein Gehirn aktivieren Ja. und nachschauen. Ah!
Die UCK, weißt du, Ja. war eine albanische paramilitärische Organisation, die für die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte. Ah, aber was hat die Ah. jetzt mit der Geschichte zu tun? Haben wir da Kategorien politisches Engagement? Nein. Vorschlag. Ich verschließe immer die Tore, also der von Pen and Paper Tears. Aber irgendwer macht sie wieder auf. Wieso ist doch ein R? Aber bitte sag dem, dass er aufhören soll, weil es alle wieder rauslässt und ich glaube, das ist kontraproduktiv. Ein hohes Wort noch benutzt hier, nicht wahr? Alter, wie scheiße ist denn das geschrieben, dieser Satz? Ich verschließe immer die Tore klein, aber irgendwer macht sie immer wieder auf. Sag dem bitte, dass er aufhören soll. Das macht mich traurig. Und es war Kontraproduktiv. kontraproduktiv. Vorschlag? Sie haben Frank gefunden und ich werde beschuldigt. Bitte helft mir. Vorschlag? Franks Gesicht war wie ein ekliger Teller voller Kartoffelbrei, als sie ihn rausgezogen haben. Aber als ich lachte, hat jeder zu mir geschaut, selbst die Leute ohne Gesichter, was merkwürdig ist. Woher weißt du, dass sie überhaupt zu dir geschaut haben? Nein, lese es nochmal. Wie ist es? Selbst die Oh, Leute ohne merkwürdig. Gesicht. Entschuldigung. Vorschlag. Vielleicht meint er auch Marktwirtschaft eigentlich und das war nur irgendwie Autocorrect, was ihn da verbessert hat. Ich muss drüber nachdenken, was ich tun soll. Vorschlag. Ah! Vorschlag. Ich weiß, wartet kurz. Kann ich Vorschlag. so hetzen hier? Ich bin mir nicht sicher, ob die Vorschlagsbox der richtige Ort hierfür ist. Vor allem wenn Stoßzeiten. Aber Security kümmert sich nicht wirklich um meine Beschwerden. In den letzten paar Tagen bin ich durch das Ressort gegangen und habe die Mitarbeiter gezählt. Vor allem wenn in Stoßzeiten, das ist schwer. Soweit ich es beurteilen kann, waren es mehr Maskottchen, die herumliefen, als Angestellte, die dafür bezahlt werden. Security sagt, es würde keinen Sinn machen, aber ich glaube, wir haben ein extra Maskottchen hier am Herumlaufen. Hier am Herumlaufen, Giant. Wie scheiße ist das geschrieben? Vorschlag. Bitte helft mir, die Kostüme sind schwer und da sind Leute drin und es ist kein Haken mehr für mich übrig. Das ist der Haken an der Geschichte, auf jeden Fall, dass dieses Pasta ziemlich scheiße ist. Und es ist eine Übersetzung. Es ist eine Übersetzung, Ah, wieder mal. schauen wir mal, Original. Und die F existiert auch noch. Loved it. Ich hab's geliebt. Übrigens hat This das Ganze pasta every time. 4,5 von 5 Sternen im englischen Creepypasta Forum. 2015 wurde das Ganze gepostet. Wie wir alle wissen, gab es da wenig Qualitätsansprüche anscheinend. Und hat auch seit 2015, 2016 keine neuen Kommentare mehr bekommen, sehe ich gerade. Ah doch, 2017. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Stück besser ist, wenn man die Pasta kennt, auf der es basiert. Aber ich zweifle mal dran. Ich finde es klasse, dass alle negativen, also alle Kommentare auf dem englischen Forum, die die Pasta negativ sehen, extrem mit downvoted werden. Der Grund übrigens, sehe ich gerade, warum das in Löschanträge ist, tatsächlich, ist, weil es die Pasta schon gibt anscheinend, laut Ryle Bourne. Und die wurde übersetzt mit ein paar Anregungen. Und die ist nicht unter Löschanträge. Oh, aber die war trotzdem scheiße. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben die Hauptpasta, auf der es eigentlich basiert, nicht kennen. Weil die Ach. hat irgendwie keinen wirklichen Sinn gemacht. Was war's, ein Prequel oder was? Ein Prequel. Ich werde mich mal ransetzen und Abandoned by Disney mal lesen und mal gucken, ob das dann irgendwie Sinn macht und vielleicht doch gar nicht so scheiße ist. Das will ich dann ins Video reingeschnitten sehen mit einer Lipcam. Wird gemacht. Als nächstes übrigens, die Pasta war zumindest vor einiger Zeit noch in der Ferne anzutreffen, ist mittlerweile allerdings natürlich in die Gegenwart umgesprungen und ist nur in der Kategorie Löschanträge, das heißt, schockierendes Ende fehlt schon mal, aber wir schauen mal, ob die Pasta das eventuell verdient. Und apropos Das sind gute verdient. Kategorien. Was? Das ist, also die Pasta zeichnet sich schon aus, wenn der einzige, die einzige Kategorie Löschanträge Stimmt allerdings, ist. ja. Und Wall of Text natürlich, aber die ist nicht da leider. Ich wollte gerade sagen, Wall of Ja. Text ist schon mal sehr gut, das heißt, da hat noch keiner dran rumgewerkelt, um die Pasta zumindest lesbar zu machen. Das heißt, alle
Alle Typos und so weiter sind hier auf jeden Fall noch mit inbegriffen, was immer eine gute Sache ist. Ja. Okay, würde ich sagen, beginne ich. Oh, okay. Ja, du hast ja die ersten beiden begonnen, verstehst du? Ja. In der Ferne, jetzt in der Gegenwart. Als ich 10 Jahre alt war. Nicht falsch, das ist wahr. Ich mag es jetzt schon. Ging ich öfters alleine zu meinem Lieblingsspielplatz und tollte, da haben wir schon wieder tollen, dort herum, meistens bis spät abends. Ja, Lieblingsspielplatz auseinandergeschrieben. Nein, ja, das kann man noch. Halbwegs als ein halber Fehler. Ich hatte nicht viele Freunde, mit denen ich zusammenspielen konnte. Jedoch machte mir dies nicht viel aus. Dieser Satz war echt scheiße geschrieben. Mit diesem Dies, das klingt das irgendwie ein bisschen bescheuert. Vor allem übrigens scheint es ein Brief zu sein, weil er ich immer groß schreibt oder er hat ein sehr breites Ego. Meine Mutter war immer für mich da und unterstützte mich, wo sie nur konnte. Okay, da ist das Wo sogar. Okay, da ist es okay. Ja, da, ja, das ist, nee, konnte Punkt um, das ist so eine Datei. Also, um den Spielplatz waren viele Felder und kleine Waldflecken. Ja, die Waldflecken bekommt man aus der Kleidung nicht mehr raus, das sage ich dir. Da ich in einem kleinen Dorf wohnte und es in der Nähe viele Bauernhöfe gab. Gut. Also. Alles klar. Dann wird die. Ah, nee, okay, Moment. Es war eigentlich immer. Es war eigentlich immer sehr ruhig dort und ich war. Nicht falsch. Auch meistens immer das einzige Kind dort. Warum da ein Komma ist, keine Ahnung. Auf dem Spielplatz. Ein Komma hat sich in dieser Pasta verlaufen. Bitte zur Rezeption kommen. Noch eines Tages bemerkte ich auf einem der Felder eine merkwürdige Silhouette von einem Ah, Mann. Mann Mann, oh Mann. oder einer Gestalt weit in der Ferne. In der Slenderman. Ferne, in der Ferne so also die Pasta. Ah, oh, fuck. Das geht immer in Erinnerung an die Family Guy Folge. Wenn im Film der Titel des Films erwähnt wird. Oh my God, it's the name of the movie. Ich war noch sehr jung. Ich war 16 und sie 31 und dachte mir nichts Schlimmes dabei. Ich spielte einfach weiter. Ja, wie so einen Punkt machen, wenn es auch ein Komma gibt. Ist so, denke ich, ist so. Der gleiche denke ich auch. Das ist gut, das ist gut. Ich will, Das hat man so. dass er rein von der Continuity her irgendwo das Komma, wo es eigentlich hingehört, vergisst. Weißt du? Dann macht es nämlich Sinn, dass da oben bei dort kein Komma war. Weil es hat sich einfach verlaufen in dem Satz. Mit dem ganzen Wall of Text hier. Einen Tag später, als ich wieder an dem Spielplatz war, wollte ich nachsehen, ob die Gestalt in der Ferne Da ist der Name wieder. zu sehen war. Entschuldigung, aber immer wenn der Nicht. Name erwähnt wird. Ja, ob sie zu sehen war oder. Zu sehen falsch, ja. Ich blickte auf und sie stand immer noch regungslos da, der wurde später übrigens Präsident, und starrte mich an, etwas näher als am vorherigen Tag. Wie kann man jemanden näher anstarren? Verstehe ich nicht ganz. Weshalb man sie etwas besser erkennen konnte, was mir doch ein wenig Angst bereitete. Ich glaube, es ist eine Vogelscheuche. Ich hatte vor, an Ja, stimmt, diesem das sind überall Tag. Bauernhöfe. Sorry. Ja, deshalb ja. Und Fell auf dem, also eine Silhouette auf dem Feld, die einfach regungslos dasteht. Weißt du was? Das könnte Ja. wahr sein. Ich hatte vor, an diesem Tag nicht lange auf dem Spielplatz zu spielen, weil mir diese Gestalt Angst einjagt War hätte. das so? Hm. Am nächsten Tag wollte ich auf den Spielplatz zurück, jedoch nicht um zu spielen, sondern ich wollte nachsehen, ob mein Lover, ich meine die Gestalt, noch immer dort stand. Ich blickte wieder auf Das siehst und du von weitem. bekam. Nee, er hat wahrscheinlich erst auf den Boden geschaut und deswegen blickte er auf Auf und den ganzen Weg zum Spielplatz hin schaut er auf den Boden, oder was?
Ja, natürlich, wegen der Gestalt. Okay, macht Sinn. Ich blickte wieder auf und bekam einen Schreck. Die Gestalt war. Hey, krass. What Nun is it deutlich good näher. for? Nun deutlich näher als am gestrigen Tag. Absolutely nothing. Sing it again. Ich konnte sie nun deutlich erkennen. Sie sah seltsam aus und ihr fehlten die Finger und sie hatten viele kleine. Sie? Also er hatte viele kleine kleinere Verletzungen am Körper. Ich rannte weg. Du wolltest die Gestalt sehen, aber dann irgendwie doch nicht anscheinend. Okay. Ich wollte nicht länger in der Nähe dieser Gestalt sein. Die Nähe, in der Nähe wird natürlich Nähe klein geschrieben, weiß Es geht ums natürlich. Nähen. Ja, Ist ein Verb. es ist so schwäbisch. Ich wollte nicht länger Nähe. Ich Willst du mit mir lerne erzählte. gehe? Nee, ich will in die Nähe gehe. Ich erzählte letztendlich meiner Mutter davon, aber sie lachte nur und sagte, ich bilde mir das nur ein und ich solle mich nicht so hineinsteigern. Ich. Ging einfach nur schlafen mit den Gedanken, warum diese Gestalt aus der Ferne mich beobachtet. Am nächsten Tag ging ich wie immer auf den Spielplatz und bekam einen heftigen Shrek. Der Film. Die Gestalt stand mitten auf dem Spielplatz und starrte mir direkt in die Augen. Sie hatte tiefrote Augen. Smoke weed every day. Und einen fesselnden Blick. Ich lief so schnell ich konnte weg. Jedoch bemerkte ich, dass mir diese Gestalt hinterherlief. Ich schrie immer wieder, bis in Paris, weil das war der letzte Schrei wahrscheinlich in dieser Pasta. Immer wieder laut hinter mich. Lass mich in Ruhe. Doch die Gestalt tat dies nicht. Man tut nicht Tut verwenden. Nur das Auge tut tuten. Mein Haus war nicht weit weg und ich schaffte es rechtzeitig ins Haus zu hechten und ich knallte die Haustür hinter mir zu. Ich wagte t-t-t-t, es nicht nachzusehen, ob sie weg war. Meine Mutter kam sofort zu mir und fragte, was los sei. Da ist so eine Kreatur und die ist weg. Ich erzähl keinen Dreck. Ich sagte ihr wieder, dass diese Gestalt mir auf den Fersen war. Ist anscheinend ein Liedschreiber. Ja, ist anscheinend ein Liedschreiber. Wolfgang Amadeus Mozart, ich sag's dir, ja, mit der wunderbaren Sinfonie renn weg. Fersen sein. Verdammt, ey, ich wollte das eigentlich jetzt nur so gut übertünchen, aber. Du kriegst vielleicht die Musik aus mir, aber die Musik kriegt mich nicht aus ihr raus. Fersen, ich bin ja auf den Fersen, ey, und Fersen mit V. So hat er noch nicht gesehen, ey. Krass, ey. Hey, die Alter, Metapher benutze ich Scheiße. auf jeden Fall bald. Das klappt nur nicht im Englischen und auch nicht im Japanischen, ist das Problem. Ich nehme mein Album nach dem nächsten, nenne ich es auf jeden Fall einfach auf den Fersen. Ich bin hier auf den Fersen. Das ist ja super. Alter, krasse. Doch sie glaubte es nicht und wurde langsam böse. Ich wollte auf mein Zimmer gehen und bis zum Abendessen dort bleiben. Und das tat ich auch. Dies tat ich. Es ist die Bibel und er tat dies und sagte und tat und sprach. Was sollte ich sonst tun? Ich lag in meinem Bett und spielte auf meiner Konsole ein paar Spiele, um mir die Zeit zu vertreiben, bis ich ein seltsames Geräusch hörte.
Blickte er auf Aber wieder? wahrscheinlich hat er gegen einen Freund Sudoku gespielt oder Solitär. Ich kann Müsst mal, ihr aufpassen. ich habe hier, ich sehe ihn jetzt gerade blicken im nächsten Satz. Er, wahrscheinlich kam jetzt, ich dachte, ich sollte vielleicht hochblicken und dies tat ich. Ich blickte erschrocken im Fenster und mir blieb der Atem stehen. Weil eben Weißhain jetzt immer noch auf den Fersen ist. Ich war in einer Schockstarre auseinandergeschrieben und konnte mich nicht einen Millimeter bewegen. I have fallen and I can't get up. Was ich sah, war die Gestalt, die nun direkt an meinem Fenster saß und mir in die Augen starrte. Zumindest war sie nicht mehr auf den Fersen und ist kein Ghostwriter mehr. Ich hörte nur noch, wie leise das Fenster geöffnet wurde, bis mir langsam schwarz vor Augen wurde. Rassist ist er auch noch. Da kommen wir da zur letzten Ausgabe von Jashi Pasta zurück. Plötzlich wachte ich schweißgebadet in meinem Bett auf und stellte fest, ich hatte mich eingenässt, bis ich zu meinem Fenster blickte und eine merkwürdige Silhouette sah, weit in der Ferne. Ach, das ist schön. Übrigens, das Wort starren kommt viermal vor. Der ganzen Pasta. Ja. Und Und ein es paar. sind 20 Zeilen oder so. Und war wurde auch am Anfang immer falsch geschrieben. Das war wohl nicht richtig. Naja, what is it good for? Absolutely Wohl wahr. nothing. Wohl wahr. Tut mir leid, ich gebe dir einen löchernen, keine Rose für dich. Das würdige dich um eine wenig spannend und viel zu hektisch aufgearbeitete Geschichte handelt, die neue Elemente behandelt, Tour, die immer näher kommen. Ne? Dieses Szenario kann spannend sein, aber nicht so. Viel Erfolg beim Schreiben, der Frost. Unterstütze den Löschantrag. Zudem bereiten mir Textwände immer unerträgliche Schmerzen. Das ist aber zumindest eines der Weltwunder, die man aus dem Weltall auf jeden Fall erkennen kann. Ich finde Text wunderbar. Danke für die Verbesserungsvorschläge. Schade, dass es so schlecht geworden ist. Ach, Menno. Ich war sehr überzeugt von der Story. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich, ne? Liebe Grüße, Floppy Disk. Kein Wunder, hat sie irgendwo die falsche Zeitmaschine geschnappt anscheinend. Da haben wir einen Kommentar vor 8 Tagen von Marconiac. Schade, die Idee fand ich cool, aber Frost hat schon alles gesagt, wieso ein Löschantrag hier gerechtfertigt ist. Er soll es umschreiben, dass die Person nicht, die Silhouette, Entschuldigung, nicht näher kommt, sondern einfach immer auf dem Feld stehen bleibt und sich dann nach 3 Jahren, ne, also so, und da ist ja 10 am Anfang. Und ich würde sagen, dass ihm mit 16 dann auffällt, oh mein Gott, es war ja die ganze Zeit eine Vogelscheuche. Kann ich ja wieder auf den Spielplatz gehen. Mit 65 Jahren. Nee, generell, ich sag mal so, wenn noch ein Bild mit dazugefügt wäre und vielleicht ein bisschen weniger Schreibfehler, vielleicht Vers richtig schreiben und einfach ein bisschen mehr Gefühle eventuell von den anderen Charakteren, vielleicht die Mutter ein bisschen mehr einbauen oder so. Und wie gesagt, noch ein creepy Bild mit dabei gewesen wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen eigentlich. Weil die Sache ist ja die, es wurde ja gesagt, ich habe ja auch gesagt, wie kann er etwas näher anstarren als am vorherigen Tag? Was ich in dem Fall Ja, dann es interessant. hat wahrscheinlich gemeint, dass ich näher gekommen Das bin. ja. Aber das ist halt scheiße geschrieben, würde ich mal meinen. Aber ich habe ein Buch für dich gefunden. Ja? Gott auf den Fersen, wie Opa seinen Enkel die Wiege erzählt. Das ist eine Broschüre aus dem Jahr 2003 Verdammt, hat doch schon jemand den Gag gebracht. auf den Fersen, wie Opa seinem Enkel von der Bibel erzählt. Also ich glaube, das ist ein passendes Geschenk für dich. Aber, wie ihr seht, ist die Geschichte vorbei. Wir haben keine weiteren mehr und müssen dann halt sagen. Ja. Ja, Entschuldigung, ich bin kurz eingeschlafen. Nee. ja, das war's wieder mit Pasta. Cheyenne würde jetzt noch ein Bild von sich einkleben, wie er ein Eis leckt. Und Pfff.
Damit tschüss. Ade. Bevor du übrigens hier das Giant-Outro machst, wollte ich nochmal kurz sagen, ich habe hier mal die momentane Startseite für Löschanträge. Oh. Und wie ihr sehen könnt, haben wir so gut wie fast alles abgegrast, was es hier in der Kategorie gibt. Deswegen hat sich, glaube ich, Giant. Deswegen hat ja auch der Strunz so, glaube ich, sie heute mal ein bisschen keinen Ausrutscher erlaubt und hat mal außerhalb von Löschanträge gestöbert. Weil es ist immer so, es werden, keine Ahnung, 6 Seiten schlechte Pasten gesammelt und dann werden sie alle mit einem Klick quasi ins Fegefeuer, Portalfegefeuer, um genau zu sein, verbeint. Deswegen, momentan gibt es noch keine weiteren, aber ich denke mal, die beiden, also Fang und Johnny will spielen, die sehen wir bestimmt bald beide in Löschanträge. Und ja, ansonsten haben wir hier eben nur noch relativ wenig, das heißt, für die nächsten paar Folgen sollten hier keine neuen dazukommen, heißt es, werden wir vielleicht ein bisschen außerhalb von Löschanträge uns aufhalten. Wir müssen einfach nach den Titeln gehen, glaube ich, dann. Das ist halt so das größte Problem. Nachher haben wir noch eine gute Pasta. Ja, das ist halt immer das Risiko, aber das müssen wir eingehen. Aber wir haben jetzt ein paar gute Pasten eingefangen. Und Johnny will ja heute auch nicht mehr spielen. Vielleicht beim nächsten Mal. Er kann ja noch mal ein paar andere Vorschläge machen. Aber gut, die nächste Ausgabe liegt wahrscheinlich nicht mal so in so weiter Ferne. Ja. Perfekt, ey, das machen wir zu einem Meme. Dass wir alle Pasten nochmal so versuchen, in einen Satz unterzubringen. In diesem Kontext, Tod den Sündnern. Ich bin kein Hexensprössling, aber ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen bei der nächsten Ausgabe. Vielleicht werden wir sogar neue Farben dann erkunden. Vielleicht gibt es auch ein paar Kindheitserinnerungen. Die Hitze schlägt mir momentan aufs Gemüt. Blues Clues würde sagen, ich gehe ins Portal Fegefeuer, mach mir vorher allerdings noch einen Hut, zünde noch eine Kerze an auf meinem Kronleuchter und verfluche eine Familie. In diesem Kontext bis zur nächsten Folge von Trashy Pasta. Tschüss! Noch ein Kuss. Wunderschön.